damit zu beschäftigen. Danke dir, Ruben. Und dann steht die Tanja hier bereit, Tanja Laub. Jetzt gehen wir mal auf die ganz menschliche Seite des Wissensmanagement oder Lernen in Organisationen, nämlich mit dem Thema Lerncommunities. Tanja, ich hole dich schon mal auf die Bühne und drücke dir hier das Mikro gleich in die Hand. So. Voilà, Wasser hast du schon dabei, perfekt. Timer brauchst du auch nicht von mir. Sehr schön. Communities als Lernumgebung mit Tanja. Danke. Danke dir. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch über Communities sprechen kann. Wie einige von euch wissen, mein absolutes Leidenschaftsthema. Und ich finde auch, dass Lernen was Tolles ist. Und ich weiß genau, dass ich morgen hier rausgehe und sehr viel Neues gelernt habe. Also, was gibt es Besseres, als diese beiden Themen miteinander zu verbinden und über Lerncommunities mit euch zu sprechen? Community ist gleich zu Deutsch Gemeinschaft. Das ist die einfache Übersetzung, wenn man es Wort für Wort nimmt. Aber das wollen wir ja gar nicht. Und wir haben es gerade schon gehört, wie man das heute so macht. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, ich habe mal ChatGPT gefragt, was ist denn eine Gemeinschaft? Was versteht man denn unter diesem Begriff? Und ihr müsst es jetzt nicht alles lesen, ich habe es euch nochmal mitgebracht. Spannend ist, dass das deutsche Gemeinschaft etwas viel Komplexeres ist als das englische Community. Im Englischen wird es oft auch für Hausgemeinschaften, Wohnprojekte und solche Sachen verwendet. Und die beiden Sätze, die mir am besten gefallen haben, waren: Diese Gemeinschaft ist durch tiefe persönliche und direkte soziale Bindung gekennzeichnet, sowie diese Bindungen basieren auf gemeinsamen Überzeugungen, Traditionen und einem starken Gefühl der Zugehörigkeit. Und genau diese Sätze sind es doch, was Communities für uns ausmachen. Diese persönlichen Beziehungen, die Dinge, die uns miteinander verbinden, die sozialen Interaktionen. Wir lernen nicht nur für uns, sondern wir lernen miteinander und gemeinsam. Und mit diesen beiden Sätzen sind wir genau im Kern von Communities. Denn alles Wissen dieser Welt, alles, was wir jemals wissen wollen oder auch nicht wissen wollen, steht heute im Internet. Ich kann es ergoogeln, ich kann ChatGPT fragen. Ich kann heute erfahren, wie ich eine Rakete baue und damit zum Mond fahre. Aber all dieses Wissen, die reine Information, nützt mir nichts. Ich kann mit diesem Wissen nichts anfangen, wenn ich nicht weiß, wie ich dieses Wissen auch anwende, wenn ich es challenge und wenn ich weiß, wie ich dieses Wissen für mich persönlich, für meine Herausforderungen in meiner Organisation anwende. Denn jede Organisation ist anders, alle Herausforderungen sind anders. Wir müssen dieses Wissen challengen und wir müssen es mit anderen zusammen anwenden. Und Lerncommunities sind großartig. Sie ermöglichen uns, in einer Gruppe von Gleichgesinnten uns miteinander auszutauschen. Wirklich dieses Wissen gemeinsam anzuwenden. Sie unterstützen uns bei der Recherche und helfen uns, die Informationen zu finden, die genau für unsere Herausforderungen relevant sind. Wir können in Diskussion und in Austausch gehen. Und wir können das Ganze gemeinsam anwenden. Und in der Vorbereitung auf heute bin ich über Bloom's Taxonomy gestolpert, die von euch hier mit Sicherheit die meisten viel, viel besser kennen als ich. Aber ich finde sie großartig, weil sie zeigt so schön, wozu Communities da sind. Es geht nicht nur um das Remember, um das Verstehen, um das Sammeln von Wissen, sondern wir können mit Communities wirklich diese Pyramide so hoch gehen, wie wir wollen. Wir können Fragen stellen, wenn uns dieses Wissen nicht so ganz glaubwürdig erscheint, wenn wir Nachfragen haben. Wir können das Ganze anwenden, gemeinsam. Denn was nutzt es mir zu wissen, einen theoretischen Case im Internet zu lesen? Ich muss wissen, wie das bei mir in der Organisation angewendet wird. Mit unseren Vorschriften, mit unseren Regeln auf unseren Case, auf die Dinge, die ich wissen muss. Ich kann es analysieren und evaluieren. Aber wenn ich möchte, kann man auch den Schritt weitergehen und zusammen etwas ganz Neues evaluieren, etwas Neues createn, kreieren,
wie es hier so schön steht. Es ist mir überlassen, wie weit ich diese Pyramide hochgehen kann. Aber Communities ermöglichen mir den ganzen Schritt von unten bis nach oben an die Spitze, wenn ich das denn möchte. Etienne Wenger hat 2002 Communities of Praxis definiert als eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Anliegen, eine Reihe von Problemen oder eine Leidenschaft für ein Thema haben und die ihr Wissen und ihre Fachkenntnis in diesem Bereich durch ständige Interaktion vertiefen. Und genau das ist es, was diese Taxonomie ausmacht, diese gemeinsame Interaktion. Wir erschaffen etwas miteinander. Wir tauschen uns aus. Wir lernen miteinander. Doch wenn wir jetzt wissen, warum Lerncommunities so großartig sind, was braucht es denn? Wie muss eine Lerncommunity geschaffen sein, damit sich die Mitarbeitenden darin engagieren, damit das Thema doch auch Spaß macht und die Leute gerne darin sein wollen? Zum einen, wir brauchen eine gemeinsame Mission. Wir brauchen eine gemeinsame Erwartungshaltung. Möchte ich den Lern-Ost-Guide, diese 12 Wochen zusammen durchgehen und am Ende etwas für mich gelernt und etwas entwickelt haben? Oder möchte ich vielleicht einen neuen Guide schreiben? Möchte ich einen ganz neuen entwickeln? Welche Mission bringt uns zusammen? Was ist das Ziel, das wir hier erreichen wollen? Wo wollen wir gemeinsam hin? Und es gibt ganz viele, ganz unterschiedliche Möglichkeiten von diesen Lerncommunities. Wir müssen für uns definieren, wo und wie denn diese Mission ist und was wir erreichen wollen. Wir brauchen niedrige Hürden, damit Leute sich gerne einbringen. Niedrige Hürden heißt, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Es ist ganz egal, ob der oberste Chef vom Management da ist oder ob irgendein Azubi da ist. Wir alle kommunizieren in Lerncommunities auf Augenhöhe. Wir tauschen uns miteinander aus. Keine Frage ist zu blöde, um gestellt zu werden. Jeder ist hier willkommen. Das heißt, es muss auch unterschiedlichen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, teilzuhaben. Und jeder lernt anders. Überall sind Videos im Gespräch. Hier ein Video, da ein Video. Bitte setzt alle auf Video-Content. Video ist toll. Ja, ich persönlich lerne besser, wenn ich etwas lese. Bei Büchern sogar, wenn ich die tatsächlich haptisch in der Hand habe und mir was anmarkern kann. Jeder Mensch lernt anders. Darauf müssen Communities mit niedrigen Hürden Rücksicht nehmen. Wie wollen wir denn miteinander lernen? Sie müssen jedem die Möglichkeit geben, so zu lernen, wie er oder sie am besten lernt. Man kann nicht jedem Video-Content aufzwingen oder jedem Audio-Content aufzwingen. Jede Community muss für sich den Weg finden, wie sie am besten miteinander lernt und unterschiedliche Wege aufzeigen, wie die Leute miteinander lernen können. Das hängt auch von der Plattform zusammen, wo und wie wir uns treffen. Treffen wir uns persönlich, treffen wir uns digital? Haben wir eine technische Plattform? Wenn ja, welche? Community wird super oft einfach als die technische Plattform abgetan. Das ist es aber nicht. Eine Community, das sind wir, das sind die Menschen. Und wir definieren, wie und wo wir uns austauschen. Es geht um Vertrauen. Wenn ich irgendwo etwas lerne, etwas Neues angehe, dann passieren Fehler. Das wird nicht beim ersten Mal direkt funktionieren. Und ich habe heute Morgen auf LinkedIn so ein schönes Posting gesehen, wo jemand gezeigt hat, wie er oder sie angefangen hat, Pfannkuchen zu lernen. Der erste war total verflossen und sah ganz fürchterlich aus. Und dann hat diese Person noch 4-5 Mal Pfannkuchen gemacht, was ja eigentlich einfach sein soll. Und am Ende waren das schöne, runde, gleichmäßige Dinger. Aber sowas Einfaches wie Pfannkuchen zu lernen, funktioniert nicht beim ersten Mal. Und alles, was wir im Unternehmens- oder im persönlichen Kontext lernen wollen, funktioniert auch nicht so einfach. Das heißt, wir werden Fehler machen. Und wir brauchen Leute, wo wir genau wissen, hier können wir Fehler machen. Hier kann ich mir sicher sein, dass ich nicht ausgelacht werde, sondern dass Leute kommen, dass sie mich an die Hand nehmen und mir erzählen, wo das Problem liegt. Oder wir zusammen Fehler machen. Einfach, weil wir hier einen geschützten Raum haben, in dieser Lerncommunity, wo wir uns zusammen ausprobieren können. Weil genau das ist doch der Kern von Lerncommunities. Zusammen lernen, ausprobieren, wachsen. Und dazu braucht es Vertrauen.
dass ich hingehen kann und genau diese relevanten Fragen stelle, die ich denn habe. Aber es braucht auch Moderation und Interaktion. Keine Community funktioniert von alleine. Wir brauchen Leute, die das Thema vorantreiben. Es braucht Leute, die immer wieder dahinter sind und das Thema anschieben. Hey, hier war doch was, da war doch was. Dafür wird gerne der Begriff Community Manager genutzt. Und ich kenne auch einige, die Manager gar nicht so sehr mögen im Umgang von Communities, weil dann kommt immer, ja, aber Leute managen, das geht doch gar nicht. Und Management, das hat so viel mit irgendwelchen Hierarchien zu tun und mit Budget zu tun. Nutzt den Begriff Gastgeber oder verteilt es auf unterschiedliche Rollen. Was wichtig ist, dass es Leute gibt, die die Community antreiben, die als zu Beginn oftmals Alleinunterhalter und Entertainer dafür sorgen, dass die Leute zusammenkommen. Community Manager oder Managerinnen sind diejenigen, die einen Rahmen aufspannen, damit andere sich in diesem Rahmen entfalten können, die dazu motivieren, sich auszuprobieren. Wenn ihr nur sagt, wir haben hier eine Lernumgebung, wir haben hier etwas, wo ihr euch austauschen könnt, dann wird das nicht funktionieren. Es braucht Leute, die das Ganze facilitieren, die das antreiben. Und es braucht eine Kerngruppe. Communities starten nicht groß. Wir haben nicht direkt Tausende von Leuten oder 100 Leute. Startet klein, startet mit 3 Leuten, startet mit 10 Leuten, was auch immer gut ist. Sucht euch eine enge Gemeinschaft an Leuten, mit denen ihr euch zusammen austauscht, die sich kennenlernen, die wirklich wissen, wie der oder die andere tickt. Danach könnt ihr das Thema immer noch größer machen. Aber wenn ihr zu schnell, zu groß startet, dann werdet ihr diese Bindung, dieses Vertrauen, diesen Safe Space nie herstellen können. Denkt nicht zu groß. Startet gerne im Kleinen und entwickelt euch von dort an weiter. Communities sind toll. Lerncommunities sind toll. Aber es gibt da auch so ein paar Herausforderungen, vor denen ihr steht, wenn ihr das in der Organisation oder für euch angehen wollt. Zum einen, der Begriff Community ist ziemlich verbrannt. Ich freue mich, dass, wenn ich hier in die Runde gucke, sehr viele Gesichter sehe, die genau wissen, was der Begriff Community heißt. Aber ganz viele können mit diesem Begriff einfach nichts anfangen. Die denken an irgendwelche verstaubten Foren. Und ich meine damit noch nicht mal die Technik, sondern die haben dieses alte Konstrukt im Kopf. Oder sie denken an das, was die Influencer auf Instagram nennen, die ganzen Follower und dieses Hype um Reichweite. Weil die reden ja auch alle von Communities. Der Begriff Community wird überproportional gebraucht. Was wichtig für euch zu wissen ist, eine Community ist eine Gruppe an Menschen, die zusammen etwas erreichen will, die zusammen lernen will, wenn es eine Lerncommunity ist, die auf persönlichen Beziehungen basiert. Wie genau das funktioniert, das definiert für euch. Ihr sucht euch diesen Rahmen, ihr sucht euch die Plattform. Ihr sagt, welches Thema es ist, wie groß oder wie klein, online, analog. Community ist das, wo ihr zusammenkommt mit eurer Gruppe an Menschen. Das hat nichts mit verstaubten Foren zu tun, das hat nicht mit dem Hype zu tun, was irgendwelche Influencer euch erzählen, weil der Begriff Community so cool ist. Ihr definiert für euch, was eure Community ist und wie ihr darin agiert. Die zweite Herausforderung, vor der sehr viele stehen, und das hat auch ein bisschen was mit dem Community-Begriff zu tun, ist, okay, ja, Communities sind toll, aber wie habe ich denn Zeit dafür? Mein Arbeitsplatz, mein Schreibtisch ist voll. Ich habe 1000 Termine, ich habe Themen, Calls, Mails. Die sind alle viel, viel wichtiger, als mich jetzt in irgendeiner Community zu beteiligen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass intern Communities, der Begriff auch sehr oft missbraucht wird. Da werden einfach Arbeitsteams genommen, die eine Zielvorgabe haben, die vom Chef aufgedrückt wird. Und es wird gesagt, ihr seid jetzt eine Community anstatt einem Arbeitsteam. Aber in Communities geht es um Freiwilligkeit. Ich will mich darin beteiligen, weil ich es möchte.
Dazu muss es kein festes Ziel geben. Das kann es geben, wenn wir uns darauf einigen. Aber es ist keine Vorgabe. Oder es ist ein loses Netzwerk, das oft manchmal auch als Community missverstanden wird. Aber Communities sind viel enger miteinander. Und um Communities zu verstehen, muss man sie erleben. Ich muss verstanden haben, was mir persönlich eine Community bringt, wie ich vorankomme. Und wenn ich einmal erlebt habe, was Communities mir bringen, dann bin ich auch gerne bereit, mich darin zu engagieren. Bei einem vollen Schreibtisch braucht es allerdings ein bisschen Weg, um dahin zu kommen. Und es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die Organisationen machen. Manche haben ein Zeitmodell, wo man zum Beispiel 10% der Arbeitszeit dafür verwendet oder 20%, um zu sagen, hey, ihr dürft Zeit in Communities für eure eigene Weiterentwicklung, fürs eigene Lernen nutzen. Es gibt andere Organisationen, wo es Diskussionen gibt, das Ganze in die Ziele zu verankern. Und nein, nicht als Zielerreichung im Sinne von, dann bekommst du mehr Geld, weil das wäre das Gegenteil von dem, was Communities und intrinsische Motivation will, sondern eher im Sinne von, man spricht darüber im Jahresgespräch oder in regelmäßigen Gesprächen mit Vorgesetzten, um Wertschätzung zu zeigen, um zu zeigen, die Arbeit, die du in Communities leistest, ist wertvoll. Denn Communities bringen sehr viel intern. Sie vernetzen die Mitarbeitenden. Dadurch bleiben die Mitarbeitenden auch eher mal in der Organisation. Und das Dritte, der alles easy. Keine Ahnung, was die alle davon reden. Nee, der Aufbau von Communities geht nicht schnell. Der braucht Zeit. Ihr braucht Geduld. Und ihr müsst wissen, wie ihr es angeht. Sonst verprellt ihr euch nämlich die Leute, die eigentlich Lust darauf haben und die eigentlich mit euch was kreieren wollen. Und an dieser Stelle kommt der Lernausleitfaden ins Spiel. Denn in dem Leitfaden ist super viel theoretisches Wissen und sind super viele praktische Hinweise, die euch genau beschreiben, wie ihr denn eine Community aufbauen könnt, wo auch definiert ist, was eine Community alles sein kann. Und mit dem Leitfaden könnt ihr die Herausforderung, die ich gerade angesprochen habe, alle angehen. Und ihr seht hier das Autorenteam. Das Bild ist letztes Jahr hier entstanden. Da haben wir uns nämlich alle das allererste Mal live und in Farbe getroffen, nachdem wir vorher 2 Jahre lang nur virtuell miteinander gearbeitet haben. Abgesehen von Achim sind auch alle vor Ort. Ich habe alle schon getroffen und sitzen da verstreut. Achim ist morgen mit mir bei Meet the Speaker oder Meet the Autor oder wie das heißt. Und morgen Mittag gibt es auch noch eine Session von Felix, Isabel und mir dazu, wie man denn den Lernausleitfaden anwenden kann, was so Best Practices sind, um Community Management voranzukommen. Und wir haben noch 2 Minuten. Ich habe 2. 1 Minute. Okay. Hat irgendjemand eine Frage? Test. Du sagtest, Community braucht eine Zeit zum Aufbau. Wenn es jetzt wieder runter geht, so ein Ramp Down, was mache ich dann, damit die Leute mit gutem Gefühl da rausgehen? Es gibt Communities, die haben einfach irgendwann ein Ende. Also man muss eine Community nicht künstlich am Leben erhalten, nur weil man denkt, boah, ich habe diese Community und will das unbedingt. Bei manchen ist das Thema einfach durch. Und dann gibt es halt 2 Entscheidungen. Entweder ich möchte das wieder aktivieren, dann muss ich die Leute fragen, hey, warum habt ihr euch hier mal engagiert? Wollt ihr euch noch engagieren? Was müsst ihr tun? Was müssen wir tun? Was müssen wir ändern, damit es wieder weitergeht? Oder man sagt sich, das hat hier so keinen Sinn mehr. Wir starten entweder was Neues oder lassen das Thema ganz sein. Und da muss man aber sehr bewusst diese Community auch abschließen. Das heißt, man schaut sich nochmal rückblickend an, was man alles geleistet hat. Und man macht zusammen eine Party, man feiert zusammen, dass das kein negatives Ende hat, sondern ein neues, positives Ende. Und sucht sich dann eine neue Community oder gründet was Neues. Danke, Tanja.